Stellen Sie sich vor, in Ihrem Land hetzt wieder ein Rechtsradikaler. Die AfD ist die letzte Evolutionäre, sie ist die letzte friedliche Chance für unser Vaterland. Stellen Sie sich vor, in den Bürgerkellern wird wieder rumgebrüllt wie 1923. Stellen Sie sich vor, Menschenhass wird wieder parteimäßig organisiert. Hier wohnt er, der Shootingstar des Rechtsextremismus, im Braunen Haus. Und hier haben wir uns eingemietet. Das Zentrum für politische Schönheit wohnt seit 10 Monaten Zaun an Zaun zum Posterboy der Rechten. Der Thüringer Verfassungsschutz deckte und protegierte über Jahre den Terror der NSU. Deshalb haben wir den zivilgesellschaftlichen Verfassungsschutz Thüringen gegründet. Weil das Bundesamt für Verfassungsschutz Björn Höcke nicht beobachtet, läuft hier seit der Dresdner Rede eine der aufwendigsten Langzeitbeobachtungen des Rechtsradikalismus in Deutschland. Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat. Er meint mit der Aufarbeitung des Holocaust. Wird die Geschichte, die deutsche Geschichte, mies und lächerlich gemacht. So kann es und so Weil Höcke ein heimlicher Verehrer des Denkmals ist, bauen wir es ihm jetzt direkt vors Haus. Dafür brauchen wir deine Hilfe. Mit deiner Unterstützung bringen wir das Holocaust-Mahnmal nach Thüringen. Spende jetzt deine Stele für Björn Höcke. Aber das ist noch nicht alles. Wir schlagen ihm einen einmaligen Deal vor. Wenn er vor dem Denkmal auf die Knie fällt, wie einst Willy Brandt, und aufrichtig um Vergebung bittet, dann wollen wir der Ernsthaftigkeit seiner Läuterung glauben und lösen den zivilgesellschaftlichen Verfassungsschutz wieder vorerst auf. Wenn er nicht zu Boden sinkt, suchen wir Sie. Werden Sie Teil unseres Teams. Beobachten Sie den bekanntesten Brandstifter Deutschlands. Schlafen Sie direkt im Haus neben ihm. Spielen Sie mit seinen Schafen. Sind Sie Student und haben Zeit für eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung? Sind Sie erprobter Hacker oder Toningenieur oder Detektiv? Wir brauchen Sie. Bewachen Sie das Mahnmal und sammeln Sie nützliche Informationen über unsere Nachbarn. Jetzt brauchen wir Ihre Hilfe. Investieren Sie in Beton. Machen Sie das Holocaust-Mahnmal direkt vor Höckes Haus möglich. Sichern Sie den Betrieb des Denkmals mindestens für die nächsten 2 Jahre. Gehen Sie auf unsere Seite und spenden Sie jetzt. Setzen Sie Björn Höcke ein Denkmal.